Herzlich willkommen. Wir feiern Pfingsten. Wir feiern, dass sich Gott mit uns verbündet hat, dass der Geist Jesu uns geschenkt ist, sodass auch wir Kinder Gottes sind, Geschwister Jesu. Das Geschenk, das wir an Pfingsten empfangen, ist die Heilige Geistkraft, die Ruach, den Atem Gottes. Ein Sinnbild für dieses Geschenk ist die Taube. Sie steht dafür, genauso wie der Regenbogen, dass Himmel und Erde verbunden sind. Pfingsten ist das Fest, das uns auch nachdenken lässt über unsere Spiritualität. Was heißt eigentlich geistliches Leben? Was bedeutet es, mit dieser Ruach, dieser Geistkraft zu leben? Ein spiritueller Meister war Johannes Tauler, ein Schüler von Meister Eckhart. Er lebte im 14. Jahrhundert. Er sagt, geistliches Leben besteht aus drei Prozessen, die ganz eng miteinander verbunden sind. Das erste ist, es bedarf immer neu des Umkehrens. Es bedarf unserer Umkehr. Und diese Umkehr meint, Abkehr von allem, was uns ablenkt vom Wesentlichen, meint Abkehr von allem, was nicht Gottes ist, meint Abkehr von dem, was uns vom Weg der Liebe abbringt. Umkehr meint auch, nach Johannes Tauler, Einkehr. Ich komme in Kontakt mit mir selbst, mit meinem Wesen, mit meinem Selbst. Einkehr bedeutet auch nach Johannes Tauler, auf dem Grund meines Wesens wohnt Gott selbst. Und dieses Kehren, Umkehren meint dann im Letzten sich hinkehren, auf die Mitte von allem hin, die Gott selber ist. Diese Mitte ist unverfügbar, aber ich richte mich auf diese Mitte aus. Nach dem Umkehren kommt nach Johannes Tauler das Loslassen. Es ist eigentlich wie beim Atmen. Zunächst atme ich bewusst aus, lasse los alle falsche Anhänglichkeit. Lasse mich vertrauensvoll los in das göttliche Geheimnis hinein. Dieses Loslassen schafft in mir eine Leere, ein Vakuum. Und diese Leere braucht es, damit dann das Dritte sich ereignen kann. Und das Dritte ist nach Johannes Tauler das Empfangen, das Empfänglichsein. An Pfingsten wird uns die Geistkraft geschenkt. Die wird uns immer geschenkt. Wir erinnern daran an diesem Fest. Wenn wir umkehren, uns zu Gott hinkehren und loslassen, leer werden und so empfänglich, dann kann sich mit jedem Einatmen neu diese Geistkraft in uns entfalten, auswirken, uns heilen und heiligen. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest.